tauchte ein ins Nachtleben. Diesmal haben sich unsere Nachtschwärmer um einen seltsamen Brauch gekümmert, dem Junggesellenabschied. Den haben übrigens die Engländer erfunden. Auf der Insel heißt der Stag Night. Vater und Brautvater checken dabei den Bräutigam auf Herz und Nieren. Die kölsche Variante ist weniger vornehm und keineswegs reine Männersache. Junggesellenabschiede. Ja. Die findet ihr toll, ne? Ja, doch. Was muss man denn da alles machen? Ja, verschiedene Sachen, ne? Spiele, was macht man da? Rumknutschen. Rumknutschen? Rumknutschen. Nachtschwärmer. Ein Stern. Kein Nachtschwärmer ist am Wochenende vor Ihnen sicher. Junggesellenabschiede rund um den Friesenplatz ziehen Sie auch in dieser Nacht durch die Straßen. Die meisten finden Sie laut und nervig. Zeit für uns, eine Brücke zu bauen. Nein, 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 die Braut ist da vorne. So, wir sind heute bei unserer ersten Junggesellenabschiedsparty. Hi! Hi! Und es gibt hier immer komische Aufgaben zu erfüllen. Deine erste Aufgabe, du musst singen. Lieblingslied, jetzt. Man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals. 22 Uhr, ihr Ziel, eine Karaoke-Bar am Ring. Für Braut Mona ist es morgen soweit, die letzten Stunden in Freiheit. Ihr müsst jetzt sehr, sehr stark sein. Ihr alle müsst sehr, sehr stark sein. Und wie war's? Super toll. Dankeschön. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Glück in deiner Ehe. Dankeschön. Jetzt kriegen wir mal einen Kuss, oder? Die Porzer Mädels haben uns überzeugt. Mitternacht. Wir ziehen weiter. Von neutraler Berichterstattung kann nun keine Rede mehr sein. Die Nachtschwärmer werden zu Anwälten einer Spezies, die allzu gern in die Ballermann-Ecke geschoben wird. Junggesellenabschiede, wie findet ihr die? Blöd. Wunderschön. Köln ist begeistert. Wir gehen zur nächsten Etappe. Du weißt schon, dass ein Huhn auf deinem Kopf sitzt, oder? Ja, ja, das ist mir so quasi aufgesetzt worden, ja. Daniel, was musst du heute tun? Ich muss heute den Kram hier verkaufen, aber wir haben etwas Probleme, momentan die Abnehmer zu finden. Ist das für Männer schwieriger als für Frauen? Das kann ich nicht sagen. Ich bin ja noch nie als Frau gegangen. Willst du denn heute Abend ein bisschen fummeln? Nein, ich glaube nicht, dass da was bei rauskommt. Ich sag's doch nicht weiter. Nein, ich bin ein ganz friedlicher Typ. Ehrlich? 1 Uhr nachts, zum wiederholten Male kreuzt uns ein Golf. Wir horchen nach. Junggesellenabschiede, wie findest du die? Hier in Köln sind die Knaller, hier sind die schön. Ja. Ja. Schon mal einen miterlebt? Ja, einige gesehen. Ja. Im Pascha Table Dance hat er den gefeiert. Im Pascha Table Dance hat er den gefeiert. Der war schon dreimal. Sie waren beim Table Dance dreimal verheiratet, immer wieder schön? Dreimal geschehen, ja. Hey, schönen Abend noch. Ciao. Ja, ich muss meinen Alten im Pascha abholen, auf rein. Die Szene-Stadt. Was macht dich da satt? Ein Döner. Die Currywurst. Mit Mayo, ne? Ganz genau. Da freut mich doch mal, Freund. Doch die Portionen sind ungerecht verteilt. Anja, wie findest du den kleinen denn da? Den kleinen da? Ja. Der ist aber zu klein. Der ist aber zu klein. Wie macht er das immer? Ich verstehe das nicht. Nur weil er so groß ist. Ihr seid also Junggesellenabschiede. Hallo, das ist die Susanne. Hallo, Susanne. Hallo. Das ist der? Robby. Robby, Susanne. Jörg. Und Thomas. Thomas, die Susanne ist nicht ganz so überzeugt von Junggesellenabschied. Sie sagt, sie ist ein bisschen peinlich, 35.000 pro Saison. Warum seid ihr nicht peinlich? Ja, weil wir einfach die besten Produkte haben. Wir haben hier die besten Produkte für 1 Euro. Ja. Wenn du mir heute Abend 1 Euro aus deinem Portemonnaie gibst, dann ist die ganze Hochzeit gerettet. Echt jetzt? Also wenn die mit 1 Euro steht oder das fällt, steht, dann gibt's dann einen. Dann heirate sie lieber nicht. Viel Spaß in der Ehe. Lass so. Ja, so. Ciao. Bye, bye.
3 Uhr nachts, die Klapsmühle am Kölner Ring. Hier landen sie am Ende alle. Wie viele habt ihr heute? Da drin. Wie meinst du denn jetzt? Junggesellenabschiede. Ja, 7, 8 oder 9 Stück. Dann gehen wir noch mal rein, oder? Let's go! Viel Spaß. Wir treffen auf eine Braut, die sich schon morgen traut. Woher kommt ihr? Troisdorf. Auf Troisdorf? Ja. Was hast du denn runter? Echt viel. Zeig mal. Oh. Ja, 3. Da lernt sie ja doch ein Mädchen kennen. Da lernt sie ja doch ein Mädchen kennen. Ja. Ich habe Gänsehaut. Und an alle Junggesellen, Junggesellenabschieden, die heute Abend zum letzten Mal die Sau aus der Luft. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Nachtschwärmer. Wow.